Walter Eichele liegt die Kulturlandschaft Streuobstwiesen am Herzen. Der Fachwart für Obst und Garten weiß, wie die Streuobstwiesen gepflegt werden müssen. Ein Wissen, das er gerne weitergibt, denn schon beim Pflanzen der Obstbäume kann einiges schiefgehen. Dass man da die Größe von der Pflanzgrube zu klein wählt, nicht tief genug wählt, dann müssen die Wurzeln angeschnitten werden. Die Feinwurzeln, die werden geschont, aber die Starkwurzeln werden leicht eingekürzt. Ganz wichtig, ins Pflanzloch muss ein Drahtkorb, damit später die Wühlmäuse nicht die Wurzeln fressen. Der Pfahl, der dafür sorgen soll, dass der Wind nicht die Wurzeln lockert, muss auf der Südwestseite des Baumstamms eingeschlagen werden. Der Hauptwindrichtung. Dann kommt endlich der Obstbaum ins Pflanzloch, und zwar so, dass die Veredelungsstelle rund eine Handbreit über der Erde liegt. Der quergelegte Pfahl dient als Orientierungshilfe. Nun kann der Wühlmauskorb geschlossen werden und die restliche Erde wird so aufgefüllt, dass ein Gießrand entsteht. Doch noch ist die Pflanzaktion nicht abgeschlossen. Der Pfahl muss so gekürzt werden, dass die Äste später nicht daran scheuern. Jetzt machen wir eine Achterschlaufe um den Baum. Und das machen wir 2-3 Mal. Jetzt muss noch der Verbissschutz rein. Bevor als letzter, ganz wichtiger Schritt der sogenannte Pflanzschnitt folgt. Der soll dem Obstbaum helfen, eine stabile Krone zu bilden, die viele Früchte tragen kann, ohne dass die Äste später unter dem Gewicht zusammenbrechen. Vier Leitäste. Und da schneiden wir auf eine Außenknospe und die inneren Knospen werden wie im Fingernagel ausgebrochen, damit hier kein Trieb entsteht. Jetzt schneide ich die Leitäste auf Saftwaage, auf gleicher Höhe. Und dann schneidet man die Stammverlängerung, oder etwa eine Scherenlänge, sagen manche. Mit ausreichend Wasser angegossen, steht einem kräftigen Wuchs des frisch angepflanzten Obstbaums nun nichts mehr im Wege.